Hey. Baustelle. Man sagt ja immer, ganz Wien ist eine Baustelle, aber ich weiß nicht, ob man das einfach generell bei Großstädten sagt. Nun, meine lieben Freunde, diese Woche wird es mal kein Esskochen-Video geben, aber keine Sorge, wir sind. Was gibt's denn da? Nächste Woche sind wir wieder mit einem Esskochen-Video da. Wisst ihr, ich bereite die Videos gern vor, also ich habe sie gern gefilmt, also ein paar Videos auf einmal, damit ich dann nur noch schneiden muss. Und das werde ich diese Woche tun. Ich würde jetzt sagen, lass mir Rezeptvorschläge da, aber ich habe so viele Rezeptvorschläge. Ich habe da einen ganzen Videoordner mit Videovorschlägen und da sind auch Rezeptvorschläge drin und es sind 37 Vorschläge. Ich habe also einiges zu machen. Ja, gut, die Links zu meinen letzten Videos gibt es entweder im Eckerfleckerl oder in der Videobeschreibung. Oh, das ist, oh, geil. Ach, Fle oh, erschreck mich immer so. Und dann ist da nur ein Häschen, das, da. Willst du Staub saugen? Kannst aber auch den Dampfreiniger benutzen. Darfst du wirklich benutzen? Ich beobachte sie so gerne. Am Wochenende war ich bei meiner Mutter und die hat Hühner. Fuck, sind Hühner süß. Okay, was wollte ich sagen? Ach ja, in meinem letzten Esskochen-Video habe ich den Versuch gewagt, Windringe zu machen. Und ich war erstaunt, einige haben gar nicht gewusst, was Windringe sind. Windringe waren meine Kindheit. Ich weiß, das sagt euch jetzt viel. Wir kennen uns ja auch schon so lange. Aber sie sind das ist so. Wie kann man Windringe beschreiben? Die sind rund, sie sind eigentlich nur Zucker, also rund, so eine Donutform. Sind nur Zucker und sie zergehen so auf der Zunge. Es ist eigentlich der Albtraum eines jeden Zahnarztes. Aber ich habe sie so geliebt und ich habe es wirklich probiert. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde es nochmal probieren und werde diesmal schauen, dass der Backofen nicht überheizt, weil ich glaube, es lag auch daran, dass sie nichts geworden sind, weil der Backofen zu heiß war. Haben auch einige in den Kommentaren gesagt. Und bei Halle Bulimie haben wir ein Thema bearbeitet, das wir schon mal mehr oder weniger bearbeitet haben, und zwar wie ich einkaufen gehe. Es gibt dazu ein älteres Video, das heißt Hassliebe Supermarkt. Das wäre cool, da habe ich einen Dirndl an und einen Kürbis in der Hand. Ja, ich würde sagen, wir. Oh. Stürzen uns mal rein in die Kommentare. Yeah. Kannst mich 9 Stunden hinlegen, ich wache müde auf. Fangen wir mit Esskochen an. Bin ich der Einzige, die bei dem Titel Windringe keinen Plan hatte, was Lena da esskocht? Was Lena da esskocht? Ich liebe es. Ist das österreichisch für Beißer oder lebe ich hinterm Mond und man sagt das in Deutschland auch? Natürlich weiß ich, was Beißer sind. Beißer? Oh! Was ist denn? Oh, das sieht aber lustig aus. Spanischer Wind oder ist ein Schaumgebäck? Es ist wahrscheinlich was Ähnliches, ja. Dasselbe nur in Donutform, so wie das aussieht. Ich muss nur mal kurz mein Köpfchen bilden. Gut. Baiser. Wie? Baiser. 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 Okay. Und ich habe Baiser gesagt. Ich sollte es langsam wissen. Bei Französisch spricht man nicht alles aus. Ich habe eben gelesen, dass der vegane Eiweißschnee mit Kichererbsenwasser keine hohen Temperaturen verträgt. Vielleicht liegt es daran. Sehr sicher, ja. Ach ja, und dass Guarkernmehl sowie Xanthan als Verdickungsmittel dient. Hast du eigentlich schlafen können, während die Windringe im Ofen waren? Ich habe das schon im Supermarkt gesehen, dieses Guarkernmehl. Keine Ahnung, was Xanthan ist. Vielleicht hilft das, ja. Und schlafen, ich habe geschlafen, ich habe nur sehr wenig geschlafen. Der Backofen lief und mein Backofen kann nur eine Stunde laufen, da musst du wieder die Zeitschaltuhr aufdrehen. Das ist halt das Unpraktische, wenn man so einen Mini-Backofen hat. Und irgendwann hat er dann Ping gemacht, dass er eben fertig ist und ich lag im Bett und habe mir gedacht. Ja. Ich habe das Gefühl, schlaf gerne, nur nicht gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass du keinen echten Zucker verwendet hast. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe einfach verwendet, was ich hier hatte. Ich hatte keinen herkömmlichen Haushaltszucker hier. Ich weiß gar nicht, macht das so einen riesen Unterschied? Jemand hat auch geschrieben, ich hätte das Ganze langsamer reingießen sollen in Zucker. Das glaube ich gerne. Jemand anderer hat auch gemeint, ich habe zu lang gemixt. Hast du gerade gegeben? Ja?
Bin ich die Einzige, die ein Geräusch in ihrer Wohnung hört und denkt, fuck, Einbrecher. Okay, und jemand hat diesen Kommentar dagelassen. Wenn man vegan aus ethischen und nicht Unverträglichkeitsgründen oder wegen des Vegan-Stempels ist, was spricht dann dagegen für diese Leckerei, das Eiweiß aus Weideeiern von freilaufenden Hühnern von der Weide oder dem mobilen Hühnerstall zu nehmen? Ernsthafte Frage, ansonsten hab auch mal mit Kichererbsenwasser experimentiert und auch nur Matsche gehabt im Ergebnis. PS, du solltest das große Backen ins TV. Ich liebe das große Backen ganz. Ich schaue mir sehr gerne das große Backen an, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich mir nur die Clips anschaue, die es auf YouTube gibt. Ja, Kichererbsenwasser dürfte was sehr Sensibles sein und als ich diese Frage gesehen habe, habe ich gesehen, dass darauf geantwortet wurde. Und ich lege sehr großen Wert darauf, dass wir untereinander in einfach unserer Community nett zueinander sind. Also als ich das dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, seid bitte lieb zueinander. Denn ich weiß, Veganismus ist ein sehr heikles Thema für die Leute, die so leben und für die Leute, die nicht so leben. Und ich war dann so erleichtert, als ich die Kommentare gelesen habe, weil die Leute, es ist einfach alles sehr schön respektvoll und auf Augenhöhe. Und auch der ursprüngliche Kommentarschreiber oder die Kommentarschreiberin hat geschrieben, danke für deinen Input, das ist alles so höflich und nett und das freut mich so. Denn ich mag es nicht, wenn die einen auf die anderen losgehen, weil davon hat kein Mensch irgendwas und auch kein Tier. So, und hiermit gehen wir jetzt über zu den Kommentaren von der Jalopolemie. Genau. Oh, seht ihr den kleinen Kerl da? Hallo, kleiner Kerl. Damit eins mal klar ist, man kann nie genug Kuscheltiere haben. Ich hau sie ja regelmäßig in die Waschmaschine, auch wenn sie eigentlich nur mehr Deko bei mir sind. Denn sie fangen einfach Staub. Jawohl. Irgendwie würde ich dir die Bulimie manchmal gerne abnehmen. Ich mag sie manchmal etwas zu sehr. Wisst ihr, ich versuche die Bulimie immer so darzustellen, wie sie momentan bei mir ist, wenn sie also gerade rumschreit und Aufmerksamkeit will, dann versuche ich das in Videoform rüberzubringen und wenn sie mal ruhig ist und netter, dann kommt sie weniger in den Videos vor. Ich weiß nicht, ob das auffällt, ich glaube, es ist sehr subtil. Wer ist denn da so laut? Und ja, sie ist, ich muss auch zugeben, von all den Charakteren, die es so in meinen Videos gibt, sie ist schon lustig. Also. Und ich muss auch sagen, es macht auch Spaß, sie zu spielen. Es ist, also, seid jetzt nicht geschockt. Hier steht keine echte Bulimie herum. Ich weiß, es ist unglaublich. Lena, wie kannst du nur? Ich habe mal ein Interview mit einer Schauspielerin gesehen und die hat gesagt, es macht manchmal einfach Spaß, gemeine Charaktere zu spielen. Und sie hat vollkommen recht. Okay, gut. Wir haben einen... Es musste einfach sein. Es ist momentan in allen Medien. Coronavirus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist sehr... Ja! Es kommt mir wie eine riesen Panikmache vor. Ich weiß, ich hab's gesagt. Ich möchte dich runterspielen für die Leute, die es haben oder erleben mussten oder die in Quarantäne gehen müssen. Aber es kommt mir alles so... Es kommt mir vor wie eine Sache, die plötzlich aufgeblasen und aufgeblasen und aufgeblasen wird. Ich meine, vielleicht lebe ich einfach nicht in den Gebieten, wo er so stark auftritt. Ich habe gehört, Deutschland ist sehr viel, also weitaus mehr betroffen, als Österreich es ist. Und vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe dieses Virus, denn... ich reise nicht viel. Aber jedes Mal, wenn irgendwas rauskommt, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, was auch immer, ich habe das Gefühl, so ein paar Monate wird es riesig gemacht und dann ist es weg. Einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ja, insofern finde ich die Notfallvorräte ein bisschen okay, denn ich habe gehört, die Leute, für die es wirklich gefährlich ist, sind ältere Menschen und immunschwache Menschen. Ich habe auch gehört, der einzige Grund, warum jetzt so ein Riesenwirbel darum gemacht wird, ist, damit es nicht jedes Jahr wiederkommt, was ich verstehen kann. Ich bin irgendwie so... Okay, gut, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, auf jeden Fall hier ein Kommentar zum Coronavirus. Im Zuge des Coronavirus wird ja offenbar angeraten, sich einen Vorrat anzulegen. Dieser umfasst, Zitat, zum Beispiel Reis, Teigwaren, Öl und Fertiggerichte, Zucker, Schokolade. Geeignet sind ebenfalls Dörrfrüchte, Müsli, Zwieback, Hartkäse, Trockenfleisch und Konserven. Bulimie. Ja, ja, mach, brauchen wir. Ich. Nein. Bulimie. Spinnst du Freipass für Schokolade, Pasta, Zuckersachen, Zwieback? Hast du nicht gesehen. Ich. Und wie lange soll dieser Vorrat bei dir reichen?
Bulimie. Nein, Tagesvorrat ist auch ein Vorrat. Ich? Nein. Lustig, das war auch einer meiner ersten Gedanken, als ich gehört habe, dass ein Notvorrat angeraten wird. Puh. Und der letzte Kommentar. Oh, geh weg. Ich gehe einfach an allen Süßigkeiten vorbei. Ich kaufe immer die gleichen Sachen. I know the feeling. Und warum hat die Bulimie so viel Geld? Ich hatte keinen kleineren Geldschein zu Hause liegen und das ist jetzt nicht, dass ich wahnsinnig viel großes Geld, so die 100er und die 500er rumliegen habe. Nein, ich, das ist für meine Klavierstunden, wisst ihr, und das hatte ich zu Hause liegen. Hab gedacht, ja, okay, sieht besser aus als Münzen. Denn wie hätte sie Münzen aus ihrer Glocke ziehen sollen? Deswegen wurde es ein 100-Euro-Schein. Auf der anderen Seite könnte man das auch interpretieren und sagen, naja, dadurch, dass ich der Bulimie schon lange nicht mehr hörig bin, hat sie sich einiges gespart. Oh Gott, ich mag euch nicht. Seid ihr niedlich? Einfach nur zwei Fellkugeln. Oh. Das machst du jetzt auch mit Absicht, Flix. Was ich meine, ich bin einfach süß. Ja, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Danke meinen Patreons. Ich hab's versucht anders zu sagen als sonst, aber es kam gruselig rüber. Danke! Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann lasst sie mir gerne da. Wir sehen uns am Freitag wieder bei Hallo Bulimie. Da haben wir eine lustige, Moment, ich schau mal kurz nach, damit euch kein Blödsinn. Oh nein, ihr werdet es lieben. Eine sehr, sehr coole Episode. Bis dorthin, passt auf euch auf. Ich passe auf mich auf. Guten Abschiedskuss.